Auf der Suche nach einer echten Herausforderung beschließen drei junge Filmemacher aus Norddeutschland, wir drehen in der Antarktis. Zwei Jahre später ist der Film tatsächlich fertig. Darin geht es aber weniger um die Südpolarregion und mehr um die Filmemacher selbst, ihre Vorbereitung, ihre Schwierigkeiten, ihre Erfolgserlebnisse. Nebenbei ist Projekt Antarktis auch Werbung für die Polarforschung inklusive dezenter Öko-Appelle und zaghafter Gesellschaftskritik. Aber vor allem eine Dokumentation über die Social-Media-Generation, die alle Daheimgebliebenen permanent über die eigenen Erlebnisse auf dem Laufenden hält. Frühstück mal ganz anders. Das Expeditionsschiff Ortelius kurz vor der Antarktis. Die härtesten Momente für die Filmemacher auf ihrer großen Reise. Die letzten Tage war es ja noch witzig, so, aber jetzt wird es halt immer schlimmer. Und man kann ja nirgendwo anders hin. Also egal, wo man sich auf dem Schiff befindet, es wackelt. Seekrankheit bei hohem Wellengang. Nicht so der geilste Tag heute. Für das Projekt Antarktis nehmen die drei einiges in Kauf. Michael, Dennis und Tim kennen sich aus dem Studium und alle waren einen Satz leid. Mach doch mal was Vernünftiges. Als Filmemacher und Fotografen hatten sie ein Ziel vor Augen. Die Leute haben sich an den Kopf gefasst. Also gesagt, wir drehen jetzt einen Film und wir wollen auf die große Leinwand und wir fahren dafür in die Antarktis, zu dritt. Wie waren denn die Reaktionen? Was habt ihr denn gehört? Die haben uns für bescheuert erklärt. Also, verrückt. Genau. Und ja. Das war wieder ein Ansporn, es erst recht dann zu machen. Vorbereitungen in Bremerhaven. Über ein Jahr lang haben sie die richtige Ausstattung zusammengesammelt, Sponsoren gesucht, die Reise geplant. Schon das ist Teil ihres Filmes. Gerade die Technik ist wichtig. Sie muss extremen Temperaturen und Wetter standhalten. Kurz vor der Abreise, Aufregung und ein bisschen Galgenhumor. Es ist kalt, aber wir werden es überleben. Tschüss, Bremerhaven. Fuck, jetzt geht's los. Von Frankfurt fliegen sie nach Buenos Aires. Schon mal über 11.000 Kilometer. Eigentlich wollten sie hier nur umsteigen ins nächste Flugzeug. Doch plötzlich sieht es so aus, als sei die Reise schon am Ende. Der Zoll beschlagnahmt die Ausrüstung. Jetzt haben die erstmal unsere ganzen Kisten eingesackt, das ganze Equipment. Und wir haben nur unsere Taschen mit den Klamotten. Also wir müssen jetzt hier bleiben bis Montag, weil keiner da ist, der uns das Gepäck wieder zurückgeben kann. Das war der reine Horror. Also es war ja nicht klar, was das Problem ist. Wir wussten nicht, wie wir die Situation lösen können. Wir wussten auch nicht, kriegen wir das Equipment ausgelöst. Wir wussten überhaupt nicht, was da passiert jetzt gerade. Und das Schlimmste war ja eigentlich, dass wir uns nicht verständigen konnten mit den Zollbeamten vor Ort. Mehrere Tage warten und bangen. Wenn sie ihr Expeditionsschiff nicht erreichen, platzt das ganze Projekt. Dann geht es endlich weiter. Alter, wir haben die Sachen wieder. Und es sind alle Papada, es sind alle Schlösser dran. Wir können endlich filmen. Richtig filmen. In letzter Minute fliegen sie nach Ushuaia, der südlichsten Stadt der Welt. Hier legt das Schiff ab. 30 Tage werden sie insgesamt an Bord bleiben und beide Seiten der Antarktis ansteuern. Ost und West. Vor uns liegt die Antarktis. Ein unbeschreibliches Gefühl. Gänsehaut pur. Der ganze Stress auf der Anreise ist wie vergessen. Wir sehen die ersten Tiere und wir sehen neben Eis auch Felsen und Land. Ganze Gebirgszüge. Es ist wie eine neue Welt. Wie im Fernsehen. Unfassbar. Aber das hier ist surreal. Zu schön, um nicht echt zu sein. Der prägendste Moment war tatsächlich, als wir nach, ich glaube, 6. oder am 7. Tag der Reise, wo wir das erste Mal wirklich vom Schiff runterkamen, um zu filmen. Da fiel ein großer Stein von unserem Herzen. Wir müssen zu den Pinguinen. Was für ein Planet ist das jetzt hier? So idyllisch wie bei der Kaiserpinguin-Kolonie ist es nicht immer. Ständig kommen die drei an ihre Grenzen. Heftigstes Wetter, körperliche Strapazen, Grippe, die Technik streikt. Das Ding kaputt geht, ne? Dann haben wir keine Kamera mehr. Zweifel, ob das alles am Ende reicht für einen Film.
Eine Reise am Abgrund. Kann man das ja irgendwie nicht angucken, wie jeder an der Kante rumtanzt, ne? Ja, passt schon. Wir wollen mit dem Film nicht sagen, dass jeder in die Antarktis reisen soll, sondern die Reise steht für ein Lebensmotto und das ist, mach dein Ding. Projekt Antarktis ist ein faszinierender Film geworden. Über ein großes Abenteuer mit allen Rückschlägen und magischen Momenten. Ein Appell, die eigenen Träume zu leben. Und das war unser Kinoressort. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.